yours. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Weg. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt fast da, heller Herrscher. Wir sind fast. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Willst du es zu was bringen, dann musst du töten. Du willst Beachtung, töte in der Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt.
Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge? Ja, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang. Vorsicht, da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Du hast Angst, so wie der Hauptmann jetzt so. Ich hab keine Angst. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja. Leuchtender Herr. Einer der Leibwächter war in der Nähe, ganz sicher. Du bist deinem Moloch nicht gewachsen. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Ich dachte, Olafs von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. Und er macht wohl gute Arbeit. Die Ostlinge. Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrim des Südens. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der Nächste ist. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge.
Orkse kommen. Verstecken. Er hat panische Angst vor Morgelfliegen, das weiß jeder. Sagt der Trottel, der Angst vor Spinnen hat. Das hätte ich dir nie sagen sollen. Ihnen davon. Wir sind nah, aber es gibt zu viele Orkse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Diese Spur ist kalt. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Folge dem! Sklaven von Flocht reden. Der Häuptling ist nutzlos. Haltet sie von mir fern! Enttäuschen! Dein, dein, dein.
Du bist doch grün, dreckiges Mensch! Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Idril und Castamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil währt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten.
nannte mich sein Schoßtier und ich ließ ihn gewähren. Er lobte meinen Hunger und nannte ihn Leidenschaft. Wir waren eins. Nun lebe ich in der Dunkelheit am Rande seines Reiches. Ich erkunde das Schicksalsnetz als schweigende Zeugin seiner wachsenden Macht, seiner ewigen Herrschaft. Es ist an der Zeit, dass ich ins Licht trete. Eine Spinne wartet immer und lauert. Aber auf was? Ich habe schon drei Machtproben. Was war das denn, Geräusch? Mich hält nichts auf. Keine Spinne. Einen hat mich etwas Fleisch gekostet, aber dann habe ich ihn erwischt. Spinne! Ist hier jemand herum? Zerstören! Wachsam! Es könnte zurückkommen! Dort ist er! Blutet ihn ab! Hey! Hinterher! Wir haben ihn fast! Oh nein! Wie soll ich nur jemals entkommen? Zahllose Waldläufer bekämpft und sie allesamt bezwungen. Sieh dir die Trophäen an, die ich von ihnen nahm. Waldläufer müssen sterben und ich bin das Werkzeug ihrer Vernichtung. No! Eine ziemliche Blutspur, Tark. So leuchtend rot. Bist du denn innen auch so rot? Thank you.
erbärmlich. Wie oft müssen wir das noch tun? Wenn sie mich unterwerf dich mir! Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Halt! Was war das? Gesehen, da dürre. Du hast so hässlich wie der Tag.
mir so viel gebracht. Madenlöcher hat er sich beim Grabanlauch gemacht. Wollte er sie sich wiederholen? Vielleicht ist er jetzt tot. Wer weiß das schon? So oder so gehört sie jetzt mir. Wir stehen weniger im Weg, wenn ich dich suchen komme. Dies ist dein Ende. Oh, da ist der Waldläufer. Sterb! Was auch sein mag, ich finde es. Krieger bist. Zusammen werden wir dich brechen. Bereit, deine Arbeit. So wird das wirklich nichts. Ein Duell, also bekam er eins. Falscher Stolz war sein Untergang.
Was war das? Elende Tag! Das ist das Ende! Raus da und findet ihn! Die Elben achten bei ihren Künsten auf zarte Schönheit. Die Kristalle in diesem Artefakt glimmen sanft, selbst in einem pechschwarzen Raum. Ich weiß es aus Erfahrung, denn ich bin oft in die große Halle geschlichen, um bei Kristalllicht zu lesen, während alle dachten, ich sei im Bett. Feinster Kristall, gefunden im wildesten Mordor. Faszinierend. Seltsam, dass die Orks ihn nicht zerschlugen, um das Geräusch zu hören. Ich kenne keine Gnade. Ich bin hier und warte auf all die Grausamkeiten, die du mir antun willst. Wenn ich aber noch länger warten muss, war diese Todesdrohung wohl nur ein Witz. Zeit zum Spielen, was? Seit du die Drohung ausgesprochen hast, habe ich darüber nachgedacht, was ich dir so alles antun werde. Bist du bereit? Nein, nein, bist du nicht. Aus deinen Knochen fertige ich Flöten. Ich habe zwei Äxte. Mehr als genug, um dir den Kopf abzuschlagen. Ich kenne diesen Trick. Oh, die Laute, die dein süßes Weib von sich gab. Selbst im Tod werde ich das nicht vergessen. Master!
Bein ist eingefroren! Ich bin zu klug für diesen Trick! So erwischst du mich nicht. Solch eine Wut im Kampf. Ihre Wut ist spürbar, doch sie kann gegen sie gewendet werden.